Wir haben heute, du hast es ja gemerkt, Dinkelsbühler Altstadt verlassen, sind aufs Land hinausgefahren und zu einem total interessanten Betrieb, weil unsere Gurken und Tomaten und in Zukunft auch Kräuter kommen nicht aus der Türkei, aus Spanien oder Süditalien, sondern die machen wir mit einem super Regionalprodukt selber. Und wer macht es? Die Firma Scherzer und der Stefan Scherzer, das ist eigentlich der Jungtreiber in dem ganzen Betrieb. Der hat das hier aufgebaut und die erweitert momentan. Und der hat sicherlich ein paar ganz interessante News für dich. Stefan. Ja, liebe Maus, herzlich willkommen bei uns im Gewächshaus. Hier wachsen unsere Gurken 12 Monate das Jahr für die regionale Versorgung unter den besten Bedingungen, umweltschonend, mit geringem Wasserbedarf und der optimalen Nährstoffversorgung. Weiterhin muss ich dir zeigen, wie wir unsere Schädlinge bekämpfen. Das machen wir nicht mit Chemie, sondern wir setzen hier Nützlinge ein, zum Beispiel die Schlupfwespe gegen weiße Fliege oder auch Raubmilben gegen Trips, Spinnmilben oder andere Schädlinge, so dass du gleich eine Gurke probieren kannst. Also man sieht es, wir nehmen auch den Klimawandel mit Rettet die Bienen bzw. die Wespen, die nehmen wir natürlich ernst. Und zusammenfassend können wir sagen, klingt komisch, ist aber so. Genau.